Der Spieleentwickler Epic Games hat Apple wegen monopolistischer Praktiken in seinem App Store verklagt. Damit reagiert Epic Games auf die Sperre seines bekannten Spiels Fortnite im App Store. In einer 65-seitigen Klageschrift wirft Epic Games dem iPhone-Hersteller vor, seine Marktmacht auszunutzen und Wettbewerb zu unterbinden. Auch Google hat das Spiel aus seinem Play Store entfernt. Ob auch eine Klage gegen Google folgt, ist noch nicht bekannt. Mobilgeräte seien ein unerlässlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens, schreibt Epic Games in der Klageschrift. Wenn derart wichtige Geräte unfair eingeschränkt werden, schade das den Konsumenten. Entwickler können Anwendungen für iPhones und iPads nur im offiziellen App Store verbreiten. Apple behält dort 30% der Umsätze ein. Diese Praxis müsse enden, fordert Epic Games in der Unterlassungsklage. Schadensersatz fordert das Unternehmen nicht, den Disput soll nun ein kalifornisches Gericht klären. Am Donnerstagabend deutscher Zeit hat Epic Games in den Mobilversionen von Fortnite für Android und iOS eine neue Zahlungsmethode eingeführt, die die obligatorischen 30% Abgaben für Ingame-Transaktionen an den Betreiber des jeweiligen Stores umgeht. Apple entfernte Fortnite kurz darauf aus dem App Store. Epic Games habe sich für den unglücklichen Schritt entschieden, die Richtlinien des App Stores zu verletzen, schrieb Apple in einem Statement. Die Bezahlmethode sei nicht von Apple genehmigt worden. Apple und Google behalten sich 30% aller Einnahmen ein, die App-Entwickler mit Anwendungen verdienen, die über ihren Store vertrieben werden. Das gilt sowohl für den Kauf der App als auch für In-App-Transaktionen. Diese Regeln zu umgehen, kann als bewusste Provokation seitens Epic Games verstanden werden. Tatsächlich war das US-Unternehmen für den Rausschmiss aus dem App Store offenbar gewappnet, die Klageschrift hatte Epic Games bereits vorbereitet. Außerdem hat Epic ein Video im Fortnite-Stil produziert, das einen bekannten Apple-Werbespot für den Macintosh mit Anspielungen auf den dystopischen Roman 1984 von George Orwell aufs Korn nimmt.